Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Video bzw. einer kleinen weiteren Videoreihe, förmlich kann man sagen. Und zwar, warum ich dieses Video jetzt so spontan, wirklich spontan am Abend aufnehme, ist, also es ist wirklich abends, es ist jetzt 2.45 Uhr. Ja, warum ich dieses Video so spontan aufnehme, ist, ich möchte was ändern an meinem Leben. Eigentlich ausschlaggebend dazu war ein Video von Julian Bam, beziehungsweise die Videoreihe von Julian Bam, die jetzt rausgekommen ist, wo er eben etwas in seinem Leben verändert. Und da habe ich mir überlegt, das hat mich so ein bisschen motiviert und da möchte ich das auch machen. Und deshalb nehme ich das Video jetzt hier auch so spontan am Abend auf, beziehungsweise den Anfang des Videos. Und zwar möchte ich die Kamera jetzt einfach mal mehr in meinem Leben mitnehmen, auch wenn es nicht so spannend ist. Ich kann es ja spannend schneiden oder kann ja ein paar spannende Sachen draus machen, mal gucken. Auf jeden Fall möchte ich die Kamera mehr in meinem Leben integrieren und ich möchte auch generell etwas an meinem Leben ändern. Vielleicht hilft mir dieses Video dabei, das Ganze durchzuziehen. Für euch als Info, was jetzt den morgigen Tag angehen würde. Ich habe eigentlich vor, um 9 Uhr ungefähr aufzustehen und dann joggen zu gehen. Ich hasse Joggen, ich bin eigentlich absolut kein Jogger, aber vielleicht lerne ich es ja lieben und vielleicht gefällt es mir ja doch irgendwie. Aber auf jeden Fall möchte ich morgen joggen gehen, im besten Falle eben gleich früh um 9 Uhr. Ob es klappt oder nicht, das werdet ihr dann hier in dem Video sehen. Aber ich denke, dass ich aufgrund dessen, dass ich dieses Video aufnehme, mich vielleicht ein bisschen dazu aufrappel und sage, komm, es ist fürs Video, also mach. Und ja, dass ich dann durchziehe. Simon, warum lachst du da jetzt? Aber ob es so kommt oder nicht, das werden wir dann sehen, weil ich drücke sehr, sehr oft auf die Schlummertaste. Jetzt heißt es erstmal Zeit fürs Bett. Ich werde mich jetzt hinlegen, werde versuchen zu schlafen, meine 7 Stunden Schlaf holen, die ich brauche. Ja, und wenn ihr wollt, dass ich euch mehr in meinem Leben integriere, was ich ja jetzt vorhabe, dann lasst mir ein Like da und ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt. Ja, aber jetzt habe ich genug gequatscht, wird Zeit ins Bett zu gehen. Okay, Google, mach das Licht aus. Dazu musst du erst dein Telefon entsperren. Alles muss man selber machen. Also Leute, gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Mensch, ihr seid ja auch wach. Meine Güte. Ja, also mein Wecker hat natürlich 1A pünktlich geklingelt, wie ihr auch gehört habt. Und es ist jetzt um 9, ich mache mich jetzt hier, es ist um 9 Uhr, ich mache mich jetzt fertig und werde jetzt joggen gehen, so wie es gestern abgesprochen war und ja, ich werde euch dahin jetzt mal mitnehmen. Bis gleich. It was at this moment that he knew. So, aber zuallererst, bevor ich joggen gehe, muss ich mich natürlich anziehen. Ich finde, ich habe ultra krasse Augen in diesem Setting, was ich jetzt hier habe. Meine Haut ist ein bisschen rot, weil ich gestern ein wenig, beziehungsweise die letzten Tage ein wenig Dachdecken war. Mit meinem Vater zusammen. Wir haben den Bungalow neu gedeckt vom Dach her. Und das sagt Dachdecken aus, Krios. Sehr, sehr schlau, du Idiot. Ich werde mir jetzt ein paar Klamotten raussuchen, womit ich joggen gehen kann, auch wenn es nicht um 9 ist, aber ich habe gesagt, ich gehe heute joggen, also werde ich auch joggen gehen. Das Wetter ist eher so, ja, semi-geil, es regnet, aber ich habe gesagt, ich werde es tun, also werde ich es auch tun. So, dann gehen wir mal ein paar Klamotten suchen, bis gleich. Du machst das Geräusch. Du machst die Bewegung mit der Hand zur Kamera und kriegst es nicht gebacken, deine Hand auf die Kamera zu legen. Weißt du, wie schwer das ist, da jetzt wieder einen Übergang zu basteln? Boah, ich kotz ab, ey. Kann ich nicht einmal professionell mit jemandem zusammenarbeiten? Nee. Und was trägt man natürlich am besten zum Joggen? Ein Oberteil, was zeigt, guck mal, ich jogge und so leuchtend strahlt, dass jeder, der auch nur an mir vorbeifährt, sofort erblindet. Natürlich ein paar Socken von gestern, weil die können ja komplett durchgeschwitzt werden, das ist ja scheißegal. Und eine Jogginghose. Ja Mann, geil, endlich wieder vereint. So, welches Spiel spielt man heute durch? Hast du auch genügend Chips und Energy-Drehung? Wie war das?
Joggen? Aber dafür bin ich doch gar nicht gemacht worden. Und eine Jacke, weil es ja draußen regnet. Von daher werde ich das jetzt mal alles anziehen. Wir sehen es gleich, wenn ich das Zeug angezogen habe. So, ich musste jetzt noch ein bisschen was am Ton ändern. Kann sein, dass es jetzt alles ein bisschen anders klingt. Aber hier nochmal wirklich in voller Pracht der hübscheste Boy auf Erden. Und jetzt gehe ich wirklich runter und werde erstmal was frühstücken. Also, bis gleich. Diagnose. Wiegt doch locker eine Tonne. Nani? So, ich bin jetzt fertig mit Frühstück machen und ja, ihr habt ja gesehen, ich habe mir leckere, geile Nougat-Bits gemacht, keine Werbung oder Hashtag-Werbung, aber keine Werbung. Ich werde die jetzt schnell essen und dann werde ich loslegen. Ich werde mein Handy dann mit rausnehmen, nicht meine Kamera, weil das ist mir einfach zu schwer. Werde aber ebenfalls dieses Mikro, was ich da oben drauf habe, mitnehmen. Hoffentlich klappt. Klappt es dann alles von dem Ton und jo, ich hoffe, ich werde Spaß haben. Und wenn nicht, dann wird sich das Ganze wahrscheinlich schneller erledigen, als ich Kreos hat über 1000 Abonnenten sagen kann. Wenn das jemals passieren würde. Piep! Oh mein Gott, Erdbeben! Erdbeben! So, ich bin jetzt bis zu einem bestimmten Platz gelaufen, dort im Hintergrund. Genau hier. Vielleicht erinnert ihr euch an die Stelle. Ganz ehrlich, alle, die sich an diesen Ort erinnern können, Ehre. Für alle, die sich nicht erinnern können, hier ein kleiner Ausschnitt dazu. Kampf ist nicht umsonst, du wirst immer weiter lernen, gib nicht auf, ist die Devise. Auf jeden Fall, bin ich 2 Minuten, glaube ich, gejoggt. Dann musste ich aufhören. So lächerlich es klingt, aber ich bin absolut konditionell richtig am Tiefpunkt. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ab dem Punkt, wo ich jetzt hier sitze, bis zu dem Punkt, wo mein Auto steht, sind es genau 1,4 Kilometer. Und das werde ich jetzt durchjoggen, durchziehen. So, jetzt hat der Wind auch wieder aufgehört. Und dann, wenn ich kurz vorm Auto bin, dann werde ich euch nochmal ein bisschen erzählen, wie das so für mich war, ob ich es durchgehalten habe. Ich setze es mir auf jeden Fall als Ziel, es durchzuhalten. Aber ob ich es im Endeffekt wirklich durchgehalten habe, werden wir dann sehen. Und ja, jetzt geht der Wind wieder los. Ich würde sagen, ich fange einfach an loszulaufen und hoffe, dass ich überlebe. 3000 Jahre später. Moin Leute, ich strecke meine Zunge raus, um euch zu zeigen, wie K.O. ich bin. Ich gehe jetzt erstmal zu Lidl, um mir was zu saufen zu holen und dann, ja, werde ich abklappen. Tschüss. Boah, ey, wartet mal. Ey, ich muss wirklich so unglaublich scheiße aussehen. Auch unter der Maske, auch mit Maske. Weil mich haben 3 Leute vorgelassen, weil sie gesehen haben, dass ich hier so ein scheiß ISO-Getränk habe. Ey. Corona, also ich hab's geschafft. Gut, die letzten 50 Meter bin ich gegangen. Aber da hat mir auch jegliche Motivation gefehlt. Ich habe schon so durchgebissen. Also ich habe es geschafft vom Grunde her. Bin jetzt, wie gesagt, nochmal bei Lidl reingesprungen, weil es auf dem Fußweg lag. Beziehungsweise, weil mein Auto hier auf dem Parkplatz steht. Werde die jetzt wahrscheinlich in einem Sip austrinken und dann nach Hause fahren. Halt die Fresse! Also dann, Prost und bis gleich. Alter!
Ich kann das mir nicht angucken, ich kann das mir nicht angucken. Naja. So, und was Julian ja auch noch gemacht hat in seinem Video, ist sich selber zu bestrafen dafür, dass er so einen ekelhaften Lifestyle gelebt hat und eiskalt zu duschen. Das probiere ich jetzt auch. Wenn ich sterbe, kommt nicht zu meiner Beerdigung. So, ich habe jetzt wirklich auf eiskalt gestellt. Sieht man das? Nein, sieht man natürlich nicht. Sieht man das? Nein, sieht man natürlich nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte. Einmal drehen und reicht. Einmal drehen, das reicht. Reicht. Reicht? Reicht. Es reicht. Aber so ungeil war es gar nicht. Also es hat schon ein gutes Gefühl ausgelöst. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. So, jetzt bisschen entspannt. Oh mein Gott. Nee.